Sehr gut. So, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich sitze hier mit dem Adrian, mit dem Grillmeister. Hallo. Hallo. Und ja, unser neues Podcast-Format soll, wie haben wir es genannt? Nee, sag du. Ja, okay, ich soll sagen, alles klar. Unser neues Podcast-Format heißt For Obvious Reasons erstmal Al Forno. Wir haben echt... Der Blick ist schon mal richtig gut. Ja, war gut. Ja, also ich fand den, ich muss sagen, von allen Sachen, die, was hatten wir denn alles hier? Alle möglichen. Ja. Also wir haben wirklich, ich würde sogar sagen, fast tagelang hin und her geschrieben und immer wieder wurde irgendwas gedroppt. Von letzte Reihe bis, keine Ahnung, eine Menge. Und am Ende ist Überbacken noch am geilsten. Ja, weil Überbacken ist auch einfach, dass wir reden, also... Wir identifizieren uns ja auch als Käse und dementsprechend können wir halt auch vorne halt überbacken. Ist boah, halt. Ich bin auf jeden Fall doch schon eher ein Mozzarella. Ja? Ja, doch schon. Ja, Mozzarella, also Pizza, auch Mozzarella ist auf jeden Fall am geilsten. Ja. Finde ich. Also, wenn du das hast, weil dieses, ich glaube, in den Staaten ist das, da gibt es nur dieses fiese Cheddar-Zeug. Dieses super künstlich gelbe, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist so ein irisches Ding auch. Ja? Also ja, das ist so ein Irish Cheddar oder so, ne? Das ist schon dolle gelb, aber auch lecker. Also am besten ist ein Mix aus allem. So, also wenn ich Nachos mache zum Beispiel, dann ist immer ein Mix aus allem drin. Das ist so 80 Käsesorten. So einmal zur Käsetheke, so ja. Ja, genau. Das war, ja, 100 Gramm. Each. Grün mir. Ja, genau, richtig, 100 Gramm, aber bitte von allen. Genau, und deswegen, also es Käse in allen Arten und Formen schon ziemlich gut, obwohl ich tatsächlich älter gereiften Käse einfach besser vertrage. Okay, also da, das Problem habe ich nicht. Aber ich komme auch aus Berlin, deswegen. Ja, genau. Ich glaube, so eine Berliner Laktoseintoleranz, so eine leichte Berliner Laktoseintoleranz ist einfach immer gegeben. Ja, es ist halt klar, wenn man halt Tierprodukte isst, ne? Also ich meine, in Berlin hat man auch vegan und glutenfrei zu essen, weil alles andere ist halt nicht cool genug. Ja. Also wenn du dazu, also man muss doch dazu sagen, ich komme aus Spandau. Also ich wohne in Spandau, ich komme nicht aus Spandau, ich wohne in Spandau. Aber dennoch, wenn man trotzdem irgendwie dazugehören möchte, ist so, versuch's zu vermeiden. Ja, ich fühle mich dann schon immer schlecht. Jetzt war auch, als ich letzte Woche in Berlin war, fand ich das auch. Da war ich so mit einer der Einzigen, der so Fleisch isst. Und dann ist das so, ja und was willst du für eine Pizza? Und dann so, Thunfisch? So. Und das schon versucht so, aus, am liebsten hätte es schon... eine klassische Met genommen. Ja, ja. Aber gibt es das, die klassische Met-Pizza? Weiß ich nicht. Bestimmt. So eine, eine Bolognese. Ja, stimmt. Da eine Bolo-Pizza gibt es auf jeden Fall. Eine Bolo-Pizza gibt es auf jeden Fall. Ist könnte ja man eigentlich mal gleich nachgucken oder für alle, die gerade zuhören, guck doch mal bitte, ob es bei Domino's eine Bolo-Pizza gibt. Ich bin mir sogar fast sicher. Ich glaube, die gibt's ja. Ich glaube schon. Ja, weil wenn ich irgendwo bestelle, muss ich ja dazu sagen, bestelle ich meistens hier bei Domino's. Weil die mal eine Pizza hatten, die ich richtig geil fand, so mit Pulled Beef und so, New Orleans hieß die. Okay. Mit Pulled Beef und Barbecue Sauce und das war echt der Hit und die Schweine haben das einfach rausgenommen, so. Die haben auch, richtig geile, boah, war das so eine Mango-Soße oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber die war so Endlaser und die haben die einfach gekickt. Also Endlaser. Alles, was geil ist, schmeißen die einfach raus. Warum? Warum? Warum, ja? Schmeißt du raus? Nee, warum? Kann ja? Was, ja, warum? Das macht man einfach so. Schmeißt einfach raus, ja. Das ist wahrscheinlich das Beste. Also ich bin Berliner und für mich gibt es eh nur drei Soßen. Ich wollte, ja, welche denn? Knoblauch, Schaf. Und Kräuter. Und Kräuter, ja. Ah, sorry, mehr gibt's nicht. Was ist da die Präferenz bei dir? Also ich nehme tatsächlich immer Kräutersoße. Manchmal, wenn ich richtig wild bin, dann ist Kräuterknoblauch, aber dann ist schon, dann ist bei mir, dann ist so Anarchie. Ja, also so Knoblauch, ich versuche Knoblauch eigentlich immer zu vermeiden, weil ich mir halt denke, so boah, gerade in unserem, oder? Ja, so in unserem, ja, ich mag das übelst gern, ich liebe auch so, als wir gerade im Steakhouse waren, ich liebe auch übelst Knoblauchbrot eigentlich, aber es ist halt so, boah, in unserem Job, mir fällt gerade ein, wir fangen jetzt hier schon voll im Thema an so und wir haben uns noch nicht einmal vorgestellt, aber scheißegal, ja, das machen wir gleich einfach. Ja. Wir haben ja Zeit. Ja genau, ich finde einfach, dass das so Knoblauchbrot ist schon Endstufe, ist schon geil, aber gerade wenn man halt in unseren Jobs arbeitet, ist das auch, wenn man dann übelst am Stinken ist, auch scheiße. Ja,
Ja, aber vielleicht kann man einfach auch abwägen. Na okay, obwohl man nächsten Tag einfach auch noch stinkt. Ja, das ist ja das Gemeine daran. Ja, das ist ja nicht, dass so eine Stunde danach einfach Pest ist wie bei Zwiebeln. So, yo, so what, ist halt so. Das ist halt scheiße. Ja, aber ich bestelle auch, wenn ich einen Döner bestelle, ist es immer ein Mädchendöner. Wir nennen das Mädchendöner. Das ist dann halt ohne Zwiebeln und mit Kräutersoße. Wie ist denn das eigentlich, wenn man in Berlin ist und wie ist das Döner-Game irgendwo anders? Das ist doch bestimmt scheiße, oder? Es gibt kein anderes Döner-Game. Ja, ne? Ja, das ist immer so. Also ich hatte erst vor kurzem eine Diskussion mit einer Freundin von mir, die in Stuttgart wohnt. Und die hat mir in... Ist ja auch Berlin irgendwo, ja? Stuttgart. Ja. Na, aber nur umgekehrt. Berlin ist also, eigentlich Stuttgart. Es ist nicht so, dass Berliner nach Stuttgart fahren und sich heimisch fühlen, eher andersrum. Ja, Berlin so. Ist auch noch ein anderes Wort, ja, weil Stuttgart. Alle Stuttgarter höchst... gefühlt alle Stuttgarter haben eine Eigentumswohnung in Berlin, aber nicht alle Berliner haben eine Eigentumswohnung in Stuttgart. Also ja, weil, so rum, warum auch? So rum läuft das nicht. Und eine Freundin von mir, und die wird das ja gleich hören oder später hören oder irgendwann hören, und die hat mich zu einem Dönerladen gebracht und sie wird sich jetzt aufregen, aber ich weiß ganz genau, dass sie gesagt hat, ja, das ist nicht der Beste hat gerade zu, aber der hier ist auch okay, da gehen die Leute hin, und das war einfach kein Döner. Das war einfach Brot mit, da war irgendwie Fleisch. Trifft das nicht auf jeden Dönerladen zu, da gehen die Leute hin? Nee, nein. Das war irgendwie schon wirklich strange. Also es war auch, wir waren wirklich spät da und ich hatte schon ein bisschen einen Tee, so noch im guten Level, ne? Und wir stehen dann in der Schlange. Die Schlange war wirklich lang. Also für Berliner Verhältnisse würde man sagen, oh wow, da gibt es einen guten Döner. Ja. Wenn man Berliner ist und man ist in Stuttgart, dann ist... Ja, okay. Auf jeden Fall war eine lustige Anekdote, da war eine Engländerin vor mir und die Sache ist, dass die Theke offen war. Also an den Salat konnte man jetzt nicht, aber die Gewürze standen so frei rum. Und die Engländerin, die vor mir war, wollte ihren Döner ein bisschen schärfer und hat nach Spicy gefragt und vor ihr standen die Chiliflocken und ja. Die junge Dame war sich nicht zu fein, auf jeden Fall den Finger anzulecken und mitten in die Chiliflocken zu stecken. Alter, genau vor mir. Boah. Ne, einfach so angelutscht, in die Chiliflocken gesteckt, ja, klar. In ihren Mund gesteckt, fast gestorben. Ne, so, weil... also ich vertrage null scharf. Ne? Überhaupt nicht, gar nicht. Boah. Überhaupt. Ich finde, es geht. Es muss so ein bisschen ausgewogen sein. Wir hatten das mal in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Da gab es so Currywurst in so 8 verschiedenen Abstufungen. Und das haben wir uns über den Monat, wo der Weihnachtsmarkt war, einfach so jeden Tag halt gegeben und immer probiert, so ein bisschen höher zu gehen. Aber irgendwie ab einem gewissen Punkt ist das auch einfach nur noch Kacke. So. Warum solltest du dich selber kaputt machen damit, ja? Ich kann das gar nicht. Also bei mir sind die Hot Wings... die veganen natürlich, die veganen Hot Wings von KFC schon zu scharf. Also es ist zu KFC habe ich gar keine Referenz, weil KFC habe ich noch nie, also ich glaube einmal in meinem Leben war ich bei KFC, ansonsten ist dieser Laden einfach komplett an mir vorbeigegangen. Weil es das hier nicht gibt? Oder auch, aber ich einfach selbst in Dortmund gibt es das auch, ich war nie bei KFC, ich war einfach, KFC war für mich immer... Und Spandau zum Beispiel hat 2. Echt? Und jetzt denk mal drüber nach. Es gibt sowieso, finde ich, hier im Osten viel zu wenig geile Ketten. So, wobei ich, also McDonald's, Burger King... Brust Ketten? Du brauchst Ketten, Bruder, ja. Bruder, wenn du Ketten brauchst, dann Bescheid, ja. Panzerkette, alles ist schwach, klar. Ankerkette. Panzerkette. Panzer-Ankerkette. Will Raumschiffkette. Raumschiff, warum auch immer. Crazy. Sachen aus Flugzeug, Aluminium. Ist auch geil. Aus verschrotteten... Deine Geschäftsidee. Wer das klaut, ist ein Hurensohn. Ja, auf jeden Fall. Um das Wort direkt mal auch mit einzubringen, haben wir uns vorher noch drüber unterhalten. Aber wird das eigentlich, schneiden wir das am Ende raus? Nein, wir schneiden das nicht raus. Wir nehmen das so, wie es ist. Die Leute müssen das ertragen. Wer das halt nicht erträgt, der hat halt Pech gehabt. So, es gibt halt Leute, die haben diese Bezeichnung halt auch einfach verdient und Situationen vor allem. Oh, ey, wo ich es gerade höre. Eins meiner neuen absoluten Lieblingswörter, Shoutout an Casey Rebel auf jeden Fall, ist Hurensöhnlichkeiten. Hurensöhnlichkeiten, das ist so die Mehrzahl von Hurensöhnlichkeiten. Das ist bombastisch. Das ist so, ich in irgendeinem Rap-Text von ihm ist, ich habe mit euren Hurensöhnlichkeiten nichts zu tun. Und es ist so, Bombe, habe ich einfach übernommen, 1:1 in meinen Sprachgebrauch. Und es ist so... Hurensöhnlichkeiten. Ihre Huren. King, steht so auf deiner Visitenkarte, so seine Hurensöhnlichkeiten. Seine Hurensöhnlichkeiten, ihre Hurensöhnlichkeiten. Das kann man einfach anwenden, wie man möchte. Hurensöhnlichkeiten ist super. Das ist auf jeden Fall fett. Weil wir ja die Meister auch der Überleitung sind, ja. wollen wir uns eben vorstellen? Nö. Das könnten wir einen Running Gag machen, ne? Eigentlich so, dass wir uns nie vorstellen?
Ja, einfach, wir sagen immer, wir stellen uns vor, wir stellen uns einfach nie vor. Das finde ich gut. Also stellen wir uns einfach nicht weiter. Wir stellen uns, das wäre auch, eigentlich wäre das auch ein geiler Titel, seine Hurensöhnlichkeiten. Das wäre auf jeden Fall der Clickbait-Titel Nummer 1 als Folgenname, aber ich wette, da werden wir sofort gesperrt, so nach der ersten Folge. Ja, dann lass uns das so, seine H... HS-Sinnlichkeiten nennen. Also, so können wir unsere hoffentlich schnell wachsende Fangemeinde dann auch nennen. Die Huren. Das wird unfassbar. Die Hurensöhnlichkeiten auf jeden Fall. Hurensöhnlichkeiten. Man muss dazu sagen, dass wir jetzt ja wirklich, das ist jetzt glaube ich der dritte Take, wir haben gerade die übelsten, also wir sitzen jetzt hier gerade bei mir im Studio und haben jetzt hier zugesehen, dass wir ein bisschen Action machen. Aber wir haben gerade einfach mit der Technik übelst gehadert und geguckt, wie machen wir das mit dem Schnitt und mit bla. Sitzen jetzt beide hier und das Geilste war, Adrian wollte halt so richtig auftrumpfen so, und hat sich halt ein Mikrofon geholt und hat mir das dann so geschickt. So, und hier, boah, es muss einfach besser sein als deins. Und ich gucke so, ich sag so, ja, lustige Geschichte. Ich habe mir gerade einfach dasselbe gekauft, so ja. Fertig. Aber das ist schon... Ich habe mich richtig cool gefühlt. Ja, aber es ist ja auch cool, weil so kann man es hinterher, den Ton kann man dann nicht aufs Mikrofon stellen eigentlich. Ja, das stimmt allerdings. Sondern auf also die schieben, erotische, ohne Sinn. Auf die erotische, was meintest du, Telefonstimme? Ja, so, genau. Sex-Hotline-Stimme. Wir haben gerade Sex-Hotline-Stimme? Ja, ich finde schon. Also ich finde nicht. Doch, ich finde schon. Ich finde mich persönlich, muss ich ehrlich dazu sagen, total pieksig. Obwohl mir gesagt wurde, ich habe eine super Erzählerstimme. Aber die Sache ist, ich habe nur eine super Erzählerstimme, wenn ich mich darauf konzentriere, eine super Erzählerstimme zu haben. Generell, ich glaube im wahren Leben, und das kannst du beurteilen, weil du hast mich jetzt heute den ganzen Tag gehört, rede ich eigentlich super undeutlich. Habe ich das Gefühl? Nee, ich finde nicht. Du hast so eine, das ist so eine weiche Stimme, die kommt so leicht rein. Damit kannst du auch sagen, und hier sehen wir den kleinen Bengaltiger, der sich gerade sein... was auch immer was gerissen hat. Sein Nest, genau, sein Nest. Boah, klassisches Tigernest. Wir kennen das. Kennt ihr das? Ihr lauft durch die Altstadt. Tiger. Irgendwo und da ist ein Baum. Einer. Und oben in der Krone dieses Baumes hat der bengalische Tiger sich sein Nest gebaut und zieht seine Jungen auf, ja, die er mühselig anderthalb Jahre vorher ausgebrütet hat. Ja, ich wollte es gerade sagen, das Tigerei. Kennt man auch. Ja. Ob so ein Tigerei auch gestreift ist. Weißt du, was ein Zuckerei ist? Zuckerei kenne ich von Werner. War das nicht einfach normales Ei aufgeschlagen in so ein Glas mit Zucker drin? Kann sein. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Zuckerei ist, wenn du dir oder wenn du deinem Kumpel mit der Rückhand auf den Hoden slappst. Weißt du, wie das bei uns heißt? Eierkeile. Und mein Kumpel Benni, wir haben damals alle Bands gehabt so und sind aufgetreten und Bennys Spezialität, Shoutout an Benni an dieser Stelle, war immer vorne durch die Reihen zu gehen und den Leuten Eierkeile zu geben. Und bei einem hat das einfach übertrieben und er hat einfach eine Hodenprellung gehabt danach. Weil er meinte so, boah, weißt du, wie heftig das war? Das war einfach so, er muss wohl den Sack 3000 gehabt haben. Irgendwie ist jetzt auch ein geiler Name so. Sack 3000. So. Sack 3000 ist auch krass. Ja. So, Sack 3000 und er sagte einfach, es war einfach ultra krass. Das ist einfach monstermäßig angeschwollen und ja. Alter. War halt Feierabend. Genauso wie er nicht verstanden hat, in einer Situation, da waren wir irgendwie auf einem Konzert so und er kam dann wieder und hat übelst irgendwie geblutet an der Rübe, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und dann, was passiert? Ja, da bin ich zu Leuten einfach hingegangen und hab denen halt Eierkeile gegeben und das haben die nicht verstanden und hat mir eine Flasche über den Kopf gezogen. So. Merkwürdig. Ja. Es ist auch tatsächlich, also wenn mir irgendein Fremder in die Eier haut, ist es auch eine Sache, die ich nicht verstehen würde. Wahrscheinlich, ja. In Berlin ist das Dienstag so. Dass du dienstags nicht verstehst? Nee. Also bei mir ist es das letzte Mal, als ich einen Schlag in die Eier bekommen habe, war gestern. Echt? Ja, beim Barber. Ich bin beim türkischen Barber mit einem meiner besten Freunde. Das sind auch die besten, ey. Ich stehe auf und er slappt mir in die Hoden. Einfach so. Mitten im Shop. So, ich stehe also mitten in dem Barbershop. Und habe den Schlag meines Lebens mitten aufs rechte Ei bekommen und muss natürlich meinen Mann stehen, was nicht bedeutet, dass ich einen Steifen bekommen habe, sondern einfach, dass ich versucht habe, nicht instant zu sterben. Ich hätte an deiner Stelle einen Steifen gekriegt, hätte er das nie wieder gemacht. Ja, stimmt. Ich habe ihn in den Arsch getreten und getan, als wäre nichts gewesen. Und innerlich bin ich
Was ist das eigentlich? So erstmal so eine Schlägerei im Barbershop. Das war bei uns auch so. Letztes Mal, als ich beim Friseur war, haben die sich auch übelst irgendwie belegt die ganze Zeit so. Und danach haben die sich echt gegeben, so mit dem Handtuch in die Fresse gehauen und so. Und mal hier eine Kopfnuss gegeben, so einfach aus der Kalten. Aber ist das auch so ein türkischer Barber? Ja, ja. Aber mein Barber ist aus Syrien so. Und das, ich weiß gar nicht. Sind alle türkischen Barber, also eine Menge türkischer Barber ja. Sind aus Syrien. Ja, ja. Die türkischen, kennt man ja, die klassischen türkischen Barber aus Damaskus so. Aber die, ohne Scheiß, eine Sache muss man denen ja lassen, ne? Also, mir hat bis jetzt kein deutscher Friseur, also sorry an alle deutschen Friseure so, aber was die wirklich drauf haben, die lasse ich auch mit Gel nachher an meine Haare. Weil bei den deutschen Friseuren ist es halt immer so gewesen, so, die schneiden dir die Haare dann auch in Ordnung so oder so, dass es halt vernünftig ist und nicht wehtut. Aber wenn die da Gel nachher in die Haare machen, so guckst du dir das an und denkst dir so, nee. Und bei denen, ohne Scheiß, finde ich, da kannst du Gel reinmachen lassen in die Haare und du kannst so, wie du bist, ohne dass du jetzt sagst, aus Höflichkeit, ja, ja, ist korrekt und ziehst du draußen direkt wieder die Käppi auf, kannst du so im Prinzip rausgehen, so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das ist, ich hatte erst, das Gespräch war Service. Also, der Typ, der mir meine Haare schneidet, Berg, ja, schau da dann Berg an dieser Stelle. Berg hat, glaube ich, 8000 Follower auf Instagram. Berg? Friseur. Ja, Berg, er heißt Berg. Also mit G? Nee, ich glaube mit K sogar. Berg. Heißt, hat der einen Spitznamen, so Mountain? Nee, oder eigentlich so? Heißt Mountain. Nee. Nee, der heißt einfach Berg. Komm, wir gehen so, zum Mountain. So, er heißt einfach Berg. Und Berg ist wirklich ein guter Friseur. Ja. Aber Berg ist so der Inbegriff für Servicewüste Deutschland. Echt? Ja, voll. Das ist so, bei Berg ist es so tagesformabhängig. Und nicht nur tagesformabhängig, sondern du musst ihn einfach in dem richtigen Moment erwischen. Ja. Das heißt, mein Kumpel ist vor mir dran und er lässt sich die Haare schneiden und sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt Bock, ich will mir eine neue Frisur schneiden lassen. Was hältst du davon? Da verdreht Berg die Augen. Als ob das nicht Bergs Aufgabe wäre, einfach dem Kunden den Wunsch zu erfüllen, sondern einfach so nach dem Motto, krass, du fuckst mich ab, weil du jetzt gerade eine neue Frisur willst. Ja, so. Wir machen jetzt seit 80 Jahren dieselbe. Ja. So, was ist los mit dir? Ja. Ne? Und dann kann es schon mal sein, dass Berg dir danach nicht die Haare wäscht. Oder Berg dir danach nicht die Ohren abflammt. Kennst du das mit den Ohren abflammen? Boah, ja, also bei mir muss ich sagen, musste das bis jetzt, ich habe das, glaube ich, einmal gemacht. Das finde ich aber, das ist in Ordnung, weil da habe ich nicht so das Problem. Was ich richtig krass finde, ist mit so einem Faden so die Augenbrauen gezupft zu kriegen. Okay, aber das musst du doch extra bezahlen. Echt, bei uns nicht. Das ist halt immer, das kommt drauf an bei mir, so wer im Damaskus unten, wer dir die Haare schneidet. Ja, Downtown Damaskus. Ja. Downtown Damaskus. Ja, das wäre auch cool. Eingliederung demnächst. Ja, müssen wir mal gucken. Na, die haben wirklich, die machen das, je nachdem wer das macht, kriegst du halt noch Nasenhaare rausgerissen, wo ich echt Schiss vor hatte am Anfang. Mit so einem Wachs oder was? Oder so. Ja, auf jeden Fall. Das geht aber, das tut gar nicht so weh, weil wenn du alle auf einmal rausreißt, dann geht das und du guckst erstmal rum und es sieht aus wie ein Igel, was sie dir aus der Nase ziehen. So. Das ist übelst lustig. Der klassische Nasenigel. Der längere Nasenigel. Und die sind wirklich, und dann kriegst du manchmal halt, dann hat er mich einmal gefragt, so, ja, Augenbrauen. Ich sag, ja, komm, ich sag immer zu einem einfach, ja, mach mal. Ist mir eigentlich egal. Ich sag dann, ihr wisst schon, was ihr macht, so, weißt du, deswegen gönnt euch. Und er dann so mit Faden, ich so, ja, komm, wo wir heute schon mal dabei sind. Dann hatte ich nämlich vorher das erste Mal mir Nasenhaare rausreißen lassen, so. Und dachte so, wenn du schon mal dabei bist, probierst du heute mal aus, gönnst dir. Hab das dann halt gemacht. Und Alter, vorne so Richtung Nase geht das, also hier vorne der Bereich, aber hinten, wo es so Richtung, also außen Augenbraue geht, ne, boah, das hat so weh getan. Die Innenseite auch. Alter, ich hab echt Pipi in den Augen gekriegt. Also, aber ich muss dazu sagen, für alle, die mich bis jetzt irgendwo gesehen haben oder sowas, so wie ich jetzt aussehe, ich habe eine dunkle Vergangenheit. Du hattest lange Haare. Du hattest Dreads. Ich hatte lange am Arsch, aber nur. Also ich hatte wirklich lange Haare, aber ich war metrosexuell, so nennt man das ja. So daher, die Stimme ist geblieben, deswegen. Verdammt. Bevor das cool war. Lange bevor das cool war. Und wenn man Fotos von mir sieht von damals, so ist es, alle lachen mich brutal aus, ich weiß, wie Augenbrauen zupfen ist. Weil ich habe das nicht nur machen lassen. Du hast das selber gemacht. Und es ist so, der Nike's inspired by the Nike's Swoosh. So wirklich krass. So ekelhaft. Immer noch. Also ich gucke das immer noch gerne und lache mich selber aus. Ich lache mich wirklich super selber, gerne selber aus. Und
tatsächlich, so braun gebrannt. Ich glaube, ich war so 9-mal in der Woche im Solarium. Gefühlt, ja. Also 2-mal mindestens. 9 Tage die Woche. 9 Tage die Woche, ja, 9 Tage. Also halt immer nur werktags im Solarium und halt auch wirklich nur zu den Öffnungszeiten ansonsten. Also so eingebrochen nachts ins Solarium, kennt man ja. Ja, richtig. Und dann halt super Turbo-Bohrer 98 Tage lang. Ja. So, also ein halbes Jahr im Jahr auf jeden Fall im Solarium gewesen. Al dente. Jetzt sind ja momentan, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, aber es ist modern, dass Leute auch kaputte T-Shirts tragen. Ja, ich habe immer selber sowas an, aber nicht, weil es modern ist, sondern keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, welcher Firma das ist, Vetements oder sonst irgendwas oder... Ich kenne mich mit den ganzen Marken nicht aus. Ich trage eh nur Stay Cold an dieser Stelle. Kleine Schleichwerbung, aber ist ja auch egal. Sehr gut, ja, genau. Ich trage nur Downtown, also von daher haben wir die Schleichwerbung auch gemacht. Wundervoll. Wir können uns halt sponsern lassen eigentlich von denen, ja? Also von Downtown. Ja, bei denen läuft, habe ich gehört. Echt? Ja. Aber bei Stay Cold läuft auf jeden Fall wesentlich mehr. Weiß ich nicht. Also ist eine. Sorry. Ist eine kleine Randfirma. Von 0 auf 100 in Berlin. Haben wir das so? Erste Folge absolut. Schon direkt scheiße. Wir haben es noch nicht mal geschafft, uns vorzustellen. So, jetzt kommt das der erste Sponsoring-Anschlag. Immer so. Noch nicht. Ja. Und es ist. Aber ich habe ja wirklich ein persönliches Verhältnis zu Stay Cold. Trage ich eigentlich gerade was? Nee, du hast. Also ich habe aber immer irgendwas von denen an. Ja. Immer. Das ist. Ich mache aber immer so kleine Low-Key-Branding für die. Ja. Was? Low-Key-Branding. Ich habe gerade nur gesagt, weil es kann ja sein, wenn du hier gegen den Tisch ballerst, dass du das im Mikrofon hörst, weil das dann so rumpelt. Naja, dann versuche ich das zu unterlassen. Dann versuche ich meine Hände still zu lassen. Aber ich fuhr mir die ganze Zeit um. Ich bin sowieso einer, der immer so mit den Händen gestikuliert. Gestikulierer. Gerstig. Du wolltest irgendwas erzählen. Ich habe vergessen, was. Ich auch. Stay Cold. War. Stay Cold. Aber ist ja auch Wurst, also Stay Cold habe ich immer irgendwie mit dabei. Das ist besser so eine tiefe Verbundenheit. Ja. Liebe. Ich würde es Liebe nennen. Ja, Liebe. Kleine, gewissermaßen. Kleine Beziehung. Aber ich habe deine Klamotten noch nicht angehabt. Vielleicht könntest du eine kleine Sidebitch werden. Wer weiß. Die sind schon. Selbstverständlich auf jeden Fall Minimum gleichwertig, die Sachen. das passt. Nee, ich habe glaube ich auch den einen oder anderen Stay Cold Pullover auf jeden Fall. Und ja, das passt. Ja, um die Leute erstmal abzuholen, was für zwei Vollidioten hier die ganze Zeit quatschen, würde ich sagen, stellen wir uns doch einfach mal vor und ziehen das jetzt echt durch. Was hältst du davon? Mit dem Vorstellen. Ja. Möchtest du dich vorstellen in so einem Interview-Style? Also ich frage dich, wer du bist. Nee. Ich würde das im Selbsthilfegruppen-Style machen, das fände ich, glaube ich, besser. Also schmeißt du mir den Ball zu? Ich schmeiß dir den Ball zu und ansonsten hältst du hier Schweigen. Hallo, ich bin Adrian, ich bin 33 und Alkoholiker. Ja. Ja, damit ist ja eigentlich schon... Ja, genau, damit ist alles gesagt bei dir. So. Das war's. Vielen Dank dafür. Ja. Du bist dran. Ja, okay, alles klar. So, mein Name ist Sebastian, ich nenne mich der Coolness halber Sepp Fury One. Ich bin Tätowierer, also mache halt praktisch Tattoos, habe meinen eigenen Laden in Jena und Adrian hat heute einen Pop-Up-Store bei mir gemacht. Soll ich mein Alter noch sagen? Ich bin letzte Woche 30 geworden. Hey! Woo! Und ich wäre auch gerne nochmal 30. Genau, ja, du bist schon was älter, ne? Ja, es ist halt schon... Mit Eltern rumhängen, das ist halt so das Ding. Adrian hat heute einen Pop-Up-Store in meinem Laden gemacht und weil wir uns über unseren lieben Freund Marcel, Shoutout hier an dieser Stelle an Marcel, kennengelernt haben, ja, genau, haben wir, habe ich gedacht, so, okay, wie sind wir auf das Thema Podcast gekommen? Wir haben uns direkt zu asoziale Sprache. Du hast das angefangen. Ja. Du hast gesagt, ey, wir müssen einen Podcast machen. Also, ich weiß. Richtig needy. Mein Kumpel Marci. Und dein Kumpel Marci, unser Kumpel Marci, ja. Nennen wir ihn einfach unser Kumpel Marci. Kumpel Marci ist sein Name. Ah, der Kumpel Marci. Er ist der Kumpel Marci. Okay. Kumpel Marci. Kumpel, ist ja was. Auf jeden Fall hat mich angeschrieben und gesagt, ey, mein Kumpel Sepp, schreib dich mal an. Ja. Und habe ich auch schon gesehen. Und jetzt erzähl ich dir mal, wie es war, damit du richtig weißt, wie es wirklich läuft. Ne?
Ich habe gesehen, dass du mich angeschrieben hast und bin einfach nicht dazu gekommen, weil so, man hat ja immer bei Instagram, wenn man angeschrieben wird und man mit den Leuten nicht befreundet ist, sind ja die Anfragen quasi anonym. Ja. So, man kann die zwar lesen, ja, aber derjenige, der geschrieben hat, der kann das nicht sehen. Da siehst du das zumindest immer. Bei Facebook siehst du das gar nicht. Ich habe letztens mal gesehen, dass dieser Ordner, dass der erst immer noch nicht komplett angezeigt wird. Das ist richtig scheiße. Da sind Sachen von zum Teil von Juni oder Mai, wo mir Leute geschrieben haben, wo ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Nee? Oh, nee, ich bin nicht auf Facebook. Ich bin also super inaktiv auf Facebook. Ich weiß auch nicht, ob Facebook noch eine Macht ist. Aber nicht als Plattform. Also ich glaube fast, die Leute, wenn du auch so Online-Umfragen siehst, Facebook richtig nutzen, tun wirklich die wenigsten. Das machen echt meist, also Instagram ist einfach das Ding, aber Instagram gehört ja zu Facebook. Von daher sage ich, also Facebook ist auf jeden Fall noch eine Waffe, aber nicht mehr die Plattform, weil... Ich habe Facebook gelöscht damals, als ich einmal verarscht wurde. Also ich bin einmal in so eine Kostenfalle gekommen. Das hast du dass gemacht? Dass sich jemand, der sich eingehackt hat, ein Profil von jemand, den ich kannte, mir irgendwas geschickt hat. Achso, du bist auf den Link gegangen. Irgendwas eingeklickt. Adrian, das hätte ich nie von dir gedacht, dann so ein YouTube-Link. Ich habe einfach 80 Euro bezahlt. Das war so, ey, krass. Fuck you, Facebook. So, leck mein Arsch. 1, 2, 3, leck mein Ei. Gelöscht. Wirklich, das ist so... 1, 2, 3, leck mein Ei. Das ging nicht klar. Also fand ich richtig behindert. Und dann so, ich benutze dich eh nicht. So, also scheiß auf dich, ja. Facebook. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Facebook, vielen Dank für Instagram. Ich liebe dich, Facebook. Wirklich, es ist... Scheiße. aber Instagram ist einfach das, was ich mache. Und nochmal, um darauf zurückzukommen... da war eine Anfrage von dir drin und ich bin einfach nicht dazu gekommen und es ist bei vielen Leuten so und das ist auch aktuell, habe ich auch wieder Anfragen drin, die ich bis jetzt noch nicht beantwortet habe. Es ist teilweise, und man hört das jetzt, weil wir gerade schon wieder beschäftigt sind, wir hatten das Thema vorhin mit selbstständig und sonst irgendwas und viel zu tun ist, und ich habe einfach so viel um die Ohren, dass ich es immer nicht schaffe, die Anfragen sofort zu beantworten. Immer nicht. Deswegen also versuche ich, und das ist tatsächlich so, meine Anfragen beantworte ich meist morgens im Bett. Machst du kein normales Mail, also machst du das nicht per Mail normal? Nee, ich leite die Leute nicht weiter auf die Mail aktuell, weil ich auch noch gar keine richtige die wissen gar nicht, was du machst, fällt mir gerade ein. Du hast das gar nicht gesagt, was du machst. Wir haben, da sind wir doch gar nicht, oder? Da sind wir noch gar nicht, ich bin schon wieder viel zu weit. Sehr gut, wir haben so direkt verhaspelt. Hast du dich nicht erst, du bist dabei, dich vorzustellen. Nee, ich habe gesagt, ich bin so und so alt, ich heiße so und so und ich mache das und das. Warum sind wir hier gelandet? Wo sind wir? Ja, das haben wir gesagt. Wo sind wir schon wieder? Nee, das ist. Aber du weißt, die Leute wissen nicht, was du machst. Also zumindest, nee. Soll ich kurz? Ja. Also nur ein Zwischenruf. Also, mein Name ist Adrian. Ich bin aka der Grillmeister. Und ich bin 33 Jahre alt und baue hauptberuflich Grills. Ich bin seit dem 1. April diesen Jahres selbstständig und baue Grills in Eigenregie. Und zwar ganz genau so, wie ich Bock darauf habe. Weber Grills. Wie der Grills. Ich bin der Grill. Ich bin der Typ, der Grills bei allen Dude. Der Grills. Der Grills. Na, der Weber Grills hier. Nicht der Weber Grills. Andere Grills. Was sind denn Grills? Grills sind individuelle Aufsätze für die Zähne. Muss man dazu sagen. Also, für die Leute, die nicht wissen, was Grills sind. Grills aus der Hip-Hop-Szene ist alle... Oldschooler von euch, die Flavor Flav kennen und seine Goldzähne kennen, das sind Grills. Echt, alle, sind das Grills? Ja, doch, das sind Grills. Wenn du noch ein bisschen weiter gehst, so, und für die Leute, die noch ein bisschen jünger sind, Nelly, Grills, Paul Wall, Grills, und für die Leute, die noch jünger sind, Travis Scott, Grills. Hast du die Doku gesehen von dem auf Netflix? Erst vor kurzem. Ich auch. Und es ist tatsächlich, also ich kannte das Album ja schon sowieso, Astroworld. Echt? Ich wusste gar nicht, dass ihr sein eigenes Festival habt. Crazy. Ich kannte Travis Scott vorher überhaupt nicht, weil ich sagen muss, ich bin, was das angeht, echt so voll oldschool unterwegs. Das habe ich heute den ganzen Tag gehört. Ich fahre ohne Scheiß diese ganze Boom-Bap-Golden-Era-Schiene. Ich finde, also Travis Scott finde ich Butterfly-Effekt, das eine Lied finde ich echt mega. Mhm. Aber das ist auch so, das ist... Kennst du das? Ich finde zum Beispiel, ich habe letztens von neues Lieblingslied und auch neuen Lieblingsbeat von Drake, Pound Cake, kennst du das Lied?
Bestimmt. Da gibt's viele. Animus hat da heute drauf, oder habe ich gesehen, hat er bei einem Radio-Special drüber gerappt und so. Also auch mega krass, musste ich erstmal teilen, so, weil auch der Rap von ihm einfach krank ist. Aber der Beat ist richtig geil. Ich mag halt dieses Autotune-Ding. Das ist halt, also kennst du das so? Das Lied baut sich halt die ganze Zeit auf. Ja. Aber irgendwie, da fehlt so, also das ist so auf 90% oder 95% geil, aber das fehlt noch so ein bisschen, um nicht so über diese Kante zu kicken, so. Und das fehlt mir dabei. Ich finde von Travis Scott auch nur ein Lied geil und das ist dieses Butterfly-Effekt. Kennst du die alten WOM-Zeiten? Nee. Weißt du, was WOM ist? Nee. World of Music. World of Music ist einfach, da bist du früher hingegangen und hast deine CDs schon im Shop anhören können, bevor du die gekauft hast. Boah, ich glaube, das gab's bei Saturn auch. WOM war... Was war ein WOM? War das so eine Geisterfigur? Ich glaube schon. Bei uns war das WOM. Und irgendwann ist das umgeswitcht in die ganzen anderen Dinger. Mhm. Und lange bevor man irgendwas streamen konnte oder sowas, ist man zu WOM gegangen und hat sich die ganzen neuen Alben halt auf der CD vor Ort angehört, ne? Und mit den Kopfhörern und so. Ist ja schon ewig her. So eine Stunde hast du dann da. Ja, du bist einfach wirklich nachmittags hingegangen in CD-Laden und hast dir halt Alben angehört. Krass. Okay. So, und weil du, ja, wie du schon sagtest, nicht stundenlang da verbringen konntest, ist, du bist reingegangen und wenn die Mucke dich nicht in den ersten paar Sekunden gekickt hat, hast du das Album nicht gekauft. Okay. Weil du warst jung, du hattest Taschengeld, so, ja. Eine CD, was hat eine CD gekostet damals? 16, 17 Mark oder noch mehr, 20 Mark vielleicht sogar, ne? Ja. Also jetzt, was kostet es jetzt? So 15, 16 Euro? So 20 Mark oder sowas ungefähr war ein Album. Kosten die noch mehr als 10 Euro so ein Album? Wenn ich glaube, ja. 16 Euro. Also ich habe mir schon ehrlich gesagt, seit Zeiten von iTunes und sowas schon lange nichts mehr gekauft. Heftig, ja? Ja, ich bin auch nur noch am Streamen. Also die letzten CDs, die ich gekriegt habe, das hat mir mein Kumpel Dom geschenkt, der ist ehemaliger Labelchef von 5-8 Musik. Ich dachte einfach, Shoutout nochmal an die, das auch, aber Dom. Shoutout nochmal an, aber Dom mit M. Also Shoutout nochmal an, ja, ich weiß. Shoutout nochmal an der Stelle, der hat mir von DJ SR das Album Visionen in die Hand gedrückt. Das habe ich als richtige CD gekriegt und von, boah, wie hießen die denn nochmal? Wie fühlt sich das an? Das ist geil. Also eine CD zu bekommen. Das ist fett, weil das ist was anderes. Weißt du, wie du reinsteckst aktuell? Nee, also jetzt nicht mehr. Vorher hatte ich eine Möglichkeit, bei mir in der Karre das zu machen, so, aber jetzt, ich habe also auch, mein Laptop hat kein CD-Laufwerk, also es geht crazy. Eigentlich nur noch, ja, aber ich habe halt dann gedacht, weißt du was, so, ich habe Spotify so und ich höre auch definitiv keine CDs sonst, aber ich finde trotzdem, so eine CD gibt dem Ganzen, das ist so eine Wertigkeit nochmal, weißt du? Ja, naja, das ist wie ein Goodie dazu. Ja, aber das ist, du hörst Musik anders. Also ich finde, Musik ist viel wertvoller, wenn du das als CD hast, so, weil du hast das Artwork, du hörst dieses Album halt so nicht nebenbei, sondern halt so bewusst, weißt du? Weil du es reinmachst richtig und dann ja. auf Play drückst und dir Zeit nimmst, das zu hören. Ja, auf jeden. Ja, ich verstehe, was du meinst. Schon Ewigkeiten nicht mehr gewesen. Das ist krass, ja. Wirklich Ewigkeiten nicht mehr. Und es ist, ich habe in meinem Auto davor auch einen CD-Player gehabt und habe lass mich lügen, aber die letzten 3 Jahre mindestens höre ich nur noch bei Apple Music. Echt? Bist du? Ja, hast du Apple da so ein... Music, ja. Ich habe so ein Abo bei Apple Music und ich höre alles bei Apple Music. Ich habe, bevor das so seinen Dienst gestartet hat, war ich glaube ich schon bei Spotify und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem auch, ich habe das ein oder andere selbst, also ich höre auf langen Fahrten zum Beispiel, höre ich meistens Hörbücher. So, und das habe ich auch eigentlich in der Regel alles bei... Was für Hörbücher? Er ist unterschiedlich, also wirklich ohne Scheiß. Also, Romane oder Sachbücher? Teils. Also momentan überwiegend da, also Sachbücher lese ich meistens eher physisch, weil man sich dann da, also ne, auf meinem Kindle, weil man sich da sonst noch so physisch auf dem Kindle. Ja, also ich habe auch normale Bücher, aber ich habe halt einfach so ein Kindle, ist geil, weil wenn ich unterwegs bin, dann schleppe ich nicht immer irgendein Buch mit. So. Und abends, dass ich mich ins Bett lege und ein Buch lese, das kommt einmal im Monat vor. Aber letzten Endes doch kein Unterschied. Weil
Ja, aber schon, aber du hast es halt, so ein Kindle ist halt mal eben dabei, weil ich habe meinen Rucksack, das ist so, da ist immer mein Standardding drin. Da ist mein Laptop drin, mein iPad, ist natürlich voll dumm, dass ich das jetzt erzähle, so wird mir als nächstes der Rucksack gezockt. So, scheiße. Ah, an alle Berliner Kids, die Sepp in der U-Bahn treffen. Genau, gönnt euch auf jeden 50, Fall. 50% gehen an mich. Ja, nee, keine Ahnung, ich bin sonst eigentlich, ich höre am liebsten Hörbücher, weil ich da halt parallel was anderes zu machen kann. Das ist halt cool. Momentan höre ich halt Podcasts ganz viel. Das wechselt aber auch immer. Um deine Frage jetzt mal zu beantworten, mal zum Punkt zu kommen, so endlich. Ich höre Krimis mega gerne, wenn ich halt so Romane höre oder halt so Bücher. Ja. Und Sachbücher auch. Habe ich dann aber halt am liebsten, wie gesagt, wo man nochmal was nachlesen kann. Da ist Hörbuch dann, kommt drauf an, vielleicht nicht ganz so gut. Crazy. Das ist bei mir, also ich lese gerne Fantasy-Romane. Ja, also die letzten Sachen, die ich gelesen habe, sind so von Markus Heitz, die Zwerge, die Albe, irgendwie so ein Ork-Scheiß und sowas. Echt? Ne? Das finde ich irgendwie geil. Okay. Weiß nicht warum, so, da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Und das sind so die letzten Bücher, die ich wirklich tatsächlich in der Hand hatte. Aber wenn ich Hörbücher höre, dann sind es Sachbücher. Voll viel so Persönlichkeitsentwicklungsscheiß oder was hörst du da? Die letzten Sachen, die ich gehört habe, waren von so ein, wie heißt er denn jetzt? Oh, das ist ja peinlich. Wie hieß das Buch? Das letzte Buch, was ich gelesen habe von dem, war die Gesetze der Gewinner. Das Gesetz der Gewinner oder die Gesetze, ich komme auch nicht drauf. Siehst du, aber das ist auch so ein berühmter Motivations- und Erfolgsheim. War das nicht der, mit dem Kollege zusammengearbeitet hat? Ich glaube ja. Nee, das ist ja Kollege. Nee, das war der Kreuter. Der mit Kollege zusammengearbeitet hat, war Business Punk? Nee, nicht Business Punk. Nee. Kennst du den? Investment Punk heißt der. Der hat mit Kollege gearbeitet. Ja, kennst du den? Ich muss bei dem sagen, ne? Gerhard Hörn heißt der. Ja. Ich habe die Bücher als Hörbücher alle, weil ich die geil finde, so von der Message her. Ich ertrage die nicht. Ne, die Bücher nicht? Ich ertrage die Leute nicht. Ja. Die Sache ist, der Input, den die bringen, ja, ist grandios. Auf jeden. Aber ich ertrage die nicht. Mir geht's ganz genauso mit dem, weil dem, der kommt ja aus Wien und dem kann ich nicht zuhören, so, weil ich finde, dass der eine schreckliche Stimme, also sorry, echt, ich mag die Sachen wirklich, aber ich finde, ich kann dem als Typen nicht zuhören, so, aber da der seine Hörbücher nicht selber spricht, geht das auch. Ja. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Motivationsding, so als gerade wenn man selbstständig ist, sind die Bücher von dem echt cool. Das eine ist auch, glaube ich, bei Spotify. Ich weiß aber nicht, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht andauernd Werbung machen für irgendwelche Sachen. Hört euch das einfach an, wenn ihr Bock drauf habt. So. Ja. Aber das, also was der mit dem Investment Punk selber gemacht hat, ich finde halt, der Typ hat halt Plan, weiß halt, was er macht. So. Klar, das sind alles echt brutale Kapitalisten, so, aber es ist halt, also ich finde, man kann viel mitnehmen davon, auch wie die Welt halt einfach funktioniert, so. Die Sache ist, das funktioniert ja wirklich. Ja. Nimm das einfach mal. Also, ich kann absoluten Shoutout geben. Die Gesetze der Gewinner. Heißt das auch so? Ja, ne? Das ist doch gar nicht so ein großer Schinken. Das gibt es bei YouTube auch. Was man relativ, ich habe das letztens relativ gesucht, leicht, und das war nämlich sehr teuer. Was man relativ leicht, das kostet, geht zu Thalia oder sonst irgendwas, kauft euch das Buch, das glaube ich, das kostet einen Zehner. Ich habe das schon zweimal verschenkt. Ja? Zum Geburtstag. Ja, ja. Guckst du gerade? Ich muss das jetzt mal. Ja, guck mal, wie der Typ heißt. Ich weiß es nicht mehr. Gesetz der Gewinner. Und die Sache ist, dass Bodo Schäfer. So. Shoutout an Bodo Schäfer an dieser Stelle. Die Sache ist einfach, dass was er da schreibt, und wenn man sich da ein bisschen dran hält, das ist schon ganz geil. Und das funktioniert auch. Ja. Im übertragenen Sinne. Ne? Das ist ja, also diese ganzen Motivation, also wenn du ein Motivationsbuch kennst und ein zweites vielleicht und eventuell sogar noch ein drittes, dann kennst du auch alle, ja, und dann wiederholt sich der ganze Scheiß.
Schon. Aber man nimmt ja, jeder hat ja, das Ding ist, das sind ja Theorien, die allgemein bekannt sind, die halt aber von Leuten neu interpretiert werden, die neu interpretiert werden und dementsprechend halt dann noch ihren eigenen Senf und ihre eigenen Einstellungen mit dazugeben. Und das, finde ich, ist halt schon eine coole Nummer eigentlich. Ja, aber findest du nicht, dass man schon relativ zügig seine eigene Meinung zu dem Ding hat? Also Voll. Man hat einfach, wenn ich dir jetzt sage, meine Schuhe sind grün. Ja. So, dann ist so, okay, dann schaust du auf meine Schuhe und empfindest, meine Schuhe sind halt hellgrün. Und dann grau. Sind wir, in dem Fall sind meine Schuhe tatsächlich einfach grau. Aber weißt du, was ich meine? Und dann ist es so, die Quintessenz ist, dass meine Schuhe grün sind. Ob du die als hellgrün empfindest oder als dunkelgrün oder mittelgrün oder Kleeblattgrün oder was für ein Grün auch immer, ist die Quintessenz, ist, die Schuhe sind grün. Und das ist, wie man das beschreibt, das bedeutet einfach... Das Wort grün findet statt. Ja, richtig. Und es ist so, egal wie viele Bücher ich schreibe, die Schuhe werden immer grün bleiben. Ja. Und es gibt einfach auch so Sachen, die mich richtig krass abnerven. Sowas dieses, ja, und trennt euch von Freunden, die, negative und bla bla bla. Die Sache ist, das Leben ist einfach so. Ja. Und du hast einfach auch Freunde, die nicht selbstständig sind, ja. die nicht studiert haben oder sonst irgendwas. Und die sich einfach im Sumpf ihres Lebens einfach sühlen. Ja. Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und die Sache ist, also für mich, ich kann nur für mich sprechen, ist, du musst dich ja nicht an denen orientieren. Ja. Aber du musst sie auch nicht aus deinem Leben streichen. Mhm. Weil die Zeit, die du mit denen verbringen kannst, und es ist einfach so, wie es ist, die wird automatisch weniger, hat aber nichts damit zu tun, dass die Zeit nicht trotzdem irgendwie positiv sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil manchmal ist einfach hängen auch geil. Auf jeden. Aber also da habe ich, wen ich zum Beispiel da viel verfolge und welches Buch ich am meisten verschenkt habe, ist halt lustig, weil ich manchmal so, wenn du mit Leuten redest, auch den Eindruck habe, dass gerade diese Persönlichkeitsentwicklungsbücher so gerade voll Trend sind. Ja. Also beschäftigen sich viele mit, auch YouTube haben die Leute ja, aber finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, weil man setzt sich auch irgendwie mit sich selber auseinander und klar, sicher, die wollen auch Kohle mit dir machen, ist auch definitiv so, aber es ist ja auch, es bringt dir ja auch was. Ne? Man kann ja aus jeder Lehre, die dir jemand gibt, was Neues mitziehen. So. Und da können die Leute ja auch profitieren daran, weißt du? Wenn du jetzt jemanden, ist klar, wenn du jetzt einen Azubi zum Beispiel nimmst und dem was zeigst, profitierst du auch in irgendeiner Form davon und gibst ihm halt aber auch was zurück, weißt du? Das ist so ein Geben und Nehmen. Und so ist das dabei auch. Ich lebe den Scheiß. Und ich habe bei, den ich halt sehr verfolge, das habe ich in dem Tätowiermagazin-Podcast auch schon mal erzählt, ist halt Julian Hosp. Zum Beispiel, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Grenzenlos erfolgreich. Das ist das erste, das bekannteste, das ist ein Riesenschinken. Das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag gekriegt und das habe ich jetzt vor einer Woche durchgelesen, endlich. Weil das ist so ein 30 Tage. Also nur über ein Jahr gelesen, ja? Ja, also weil das halt auch echt krass ist. Das sind eigentlich, ist das, ja, das ist, nur damit die Leute das verstehen. Das sind ungefähr 2 Millionen Seiten auf Schriftgröße 3. wenn man den Sepp bis jetzt noch nicht gesehen hat, ja? Sepp hat so eine Faschings-Karnevalsbrille, ja. So ein Riesending, ja. Die ist so dick wie Gullideckel. Ja. Und so sitzt der dann richtige abends. Richtige Glasbausteine. Und da sitzt der halt abends und versucht, noch mit einer Extralupe, die Bücher vom, wie, Julian? Julian Hosp. Ja, das Problem ist, ich darf das halt nicht mit Licht machen, weil die Steine so dick sind, dass das Licht so krass gebündelt wird, dass ich dann alles in Brand setze. das ist ein crazy. Julian, du musst da auch ein bisschen an dir arbeiten. Das ist das Problem. Ja. Nee, aber also das finde ich halt wirklich cool und das ist halt so ein 30-Tage-Programm, wo du halt praktisch dann halt, also es heißt halt grenzenlos erfolgreich. Und du setzt dich halt viel mit solchen Sachen auseinander. Und seine Theorie ist zum Beispiel, dass du der Durchschnitt der 5 Leute bist, mit dem du halt die meiste Zeit verbringst. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz auch aus dem, was die halt sagen. Weil er halt sagt, wenn du, keine Ahnung, jetzt mit 5 sportlichen Leuten abhängst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du halt selber, selbst wenn du vor unsportlich warst, auch sportlich wirst, weißt du? Man nimmt sich immer was aus seinem Umfeld an. Und deswegen ist es halt so, es gibt ja auch, und das ist auch krass, so eine, finde ich, so eine klassische deutsche Einstellung, so einfach erstmal alles scheiße zu finden, so was Neues, weißt du? Oder unzufrieden zu sein. Mega krass, so geht mir richtig, also je älter ich werde, vor allem wenn man selbstständig ist, kriegt man das echt oft mit, so, und das geht mir richtig auf den Sack. Weil ich mir halt einfach immer denke, so, boah, ganz ehrlich, kriegt dann euren Arsch hoch, jeder ist für sein Glück selber verantwortlich, dann haut auch rein, dann macht, dann ändert was, wenn ihr unzufrieden seid, dann macht halt was, so, weißt du? Ja. Ich meine, die Welt steht jedem offen von uns, so,
wenn er sein Glück halt nicht in Deutschland findet, dann geht er halt woanders hin, weißt du? Das ist so eine Lehre, die meine Mutter mir damals mitgegeben hat. Die kannst du projizieren aufs ganze Leben. Es ist, sobald du alleine wohnst und du Abwasch hast, wenn du das nicht machst, wirst du merken, macht das keiner. Ja. Ja. Und das ist, wenn du selbstständig bist oder wenn du eigenverantwortlich handelst, kannst du das projizieren auf genau das. Ja. Das wenn du es nicht machst, macht's keiner. Ja. Ganz ist auch einfach. Frustrierend manchmal, finde ich, weil man dann den Eindruck hat, dass man, selber so... Wie schön wäre das? Stell dir mal vor, du würdest aufstehen morgens und der Laden wäre geputzt oder irgendwas, was du nicht erwarten würdest. Die Fenster sind zum Beispiel geputzt. Die Fenster sind immer das, was... Oder eingeschmissen. Eingeschmissen. Hier wurden andere drin. Geil. Boah, korrekt. Endlich mal, so ist das Studio besetzt. So kommst du hier rein, sieht aus wie scheiße. Dirty Mike und seine Boys waren am Start. Ja, geil. Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Richtig. Das ist, du kommst in einen Laden und der ist nicht mehr da. Ja. Schön. Schöner Gedanke eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja. Das ist auf jeden Fall heftig. Ja, aber gut, ich meine, das verstehen halt nicht alle Leute, sage ich mal, ja. Und das ist halt auch das Problem bei vielen, dass man halt einfach sagt, ey, du bist unglücklich, du bist unhappy mit deinem Job, ja, dann, man ist ja auch ein Sicherheitsmensch, so, aber dann... Ja, stimmt. Mach halt. Und aber das ist halt auch deutsch, finde ich. Weil wenn du in andere Länder fährst, so ist das halt von der Einstellung her, sind die Leute da auch gerade, was Selbstständigkeit angeht, so ein bisschen anders drauf. So da fällt mir immer ein Zitat von Felix Lobrecht ein, was ich halt so echt mega geil finde, wo er halt einfach gesagt hat, so ja, Deutschland ist halt so ein Land, das halt will, dass du bei Rewe arbeitest, so weißt du? Ja. Dass du halt angestellt bist. So. Und genauso ist das dann halt. Und danach ist das halt... Wenn du halt was anderes machst als andere Leute, dann wirst du halt gehatet. So, wenn du auf die Fresse fliegst, dann sagen die Leute, ja, war ja klar, dass das nichts wird, so, ne? Weil. Schnapsidee, ne? Genau, ja, hätte ich dir von vornherein sagen können, so. Ja. Und wenn es was wird, wenn du Erfolg hast. Was sind deine Kunden? Was sind denn für Leute, die sowas kaufen? Ja. Oh, kann man vom Tätowieren leben, auch solche Sachen? So ja, ne, das höre ich öfter. Ja. Das höre ich wirklich öfter. Ja, was für Leute kaufen das eigentlich? Was für Leute sind das, die das haben wollen? Ist doch scheiße. Und du denkst so, ey, ganz ehrlich, hin zu Kunst. Theoretisch ist dein wie mein Markt die ganze Welt so. Und wenn man gut in dem ist und einen Namen hat in dem, was man macht, so, dann wird man immer Möglichkeiten haben, dafür zu arbeiten. Und je weniger es gibt und je exklusiver das Ganze wird, umso besser kann man halt auch davon leben, ja? Und darum geht's halt auch. Und deswegen sage ich halt auch immer, wenn man halt sich selbstständig macht und das machen will, sollte man all in gehen, finde ich. Also, dass du wirklich sagst, okay, ich ziehe es jetzt durch, wirklich alles auf eine Karte, ich mache das jetzt. Das passt sich natürlich an. Wenn du mit Tätowieren anfängst, hast du einmal die Woche 2 Termine oder so. Ne? Das reicht dann, um über die Runden zu kommen, aber mehr für mehr auch nicht. Du meinst als Selbstständiger, also noch nicht in der Azubi-Phase. Also da müssen wir mal für die Leute, die zuhören, das, ne? Sepp redet gerade davon, dass man halt, wenn man dann schon die Lehre hinter sich hat quasi und geknechtet wurde über Jahre. Ich hab nie eine Ausbildung gemacht, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ich bin halt einfach so reingestört und von 0 auf 100. Nee, ach Alter, ohne Scheiß, weißt du, wie heftig das war früher? Also ist es doch eine Frage, also das sehe ich jedes Mal, ne? Eine Frage, die einem Tätowierer sofort gestellt ist, wie wird man eigentlich Tätowierer? Ich verweise da immer gerne auf meinen Instagram-Account und ich habe ein Video dazu gedreht, tatsächlich über 10 Minuten, wie wird man eigentlich Tätowierer, indem ich da so vor mich hinschwaller und habe dafür auch relativ gute Rezensionen gekriegt, weil es ist einfach immer so, heutzutage ist es halt einfacher, als ich angefangen habe, definitiv, aber es ist halt schon, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, würde ich sagen, ist eine klassische Ausbildung auf jeden Fall besser, wenn man das macht, weil man viele Stolpersteine nicht hat. Auf der anderen Seite ist es jetzt wieder so, dass ich finde, dass man als Quereinsteiger generell erstmal besser ist. Weil das ist, wie erkläre ich das jetzt am besten? Wenn du auf der Uni bist zum Beispiel, ja, und dann halt dein Bachelor machst in, was weiß ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein. In Hurensöhnlichkeiten, so Türsteherei auf Lehramt, wir kennen das klassische Berliner Ding. Dann in Hurensöhnlichkeiten ist auch ein geiles Wort. Hurensöhnlichkeiten ist so ein Wort. Ja, und wir sind da. Genau, wenn du halt, wenn du eine Ausbildung machst, dann nach der Schule zum Beispiel, also jetzt nicht Studium, wir sagen jetzt mal Ausbildung ist einfacher und wirst Dachdecker so, ja, dann machst du halt danach direkt deine Ausbildung so und lernst halt alles von der Pike auf so. Wenn nicht das aber, das ist so ein Prozess, wo du so reingezogen wirst. Das geht einfach weiter, du lässt dich irgendwie zu einem Teil berieseln. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du jetzt aber sagst, boah,
ich mache das als Quereinsteiger und ich muss mir alles erkämpfen. Ich werde nicht anerkannt von den Leuten, weil ich halt nie eine richtige Ausbildung gemacht habe. So, ich muss halt wirklich hustlen den ganzen Tag. So war das bei mir mit dem Tätowieren. Ja. Du musst dir halt den Fuß in die Tür, du kriegst den Fuß nicht in die Tür, weil die Tür niemals aufgemacht wird. Du musst die Tür eintreten, ja, einfach so, weißt du? Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Das ist, als ich noch mit der alten Firma unterwegs war und eine Freundin von mir ist Tätowiererin in Köln. Und super cool, Shoutout an Elena. Und, wo arbeitet die? Die arbeitet bei Cologne Inc. Okay, ja. Heißt der Laden? Mhm. Schon gehört? Mr. Mike ist der Chef, glaube ich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne nur sie und sie ist traumhaft. Eine meiner besten Freundinnen. Und ich hatte keine Ahnung, wie das Business läuft. Ich habe keine Ahnung, wie das bei den bei Tätowierern läuft oder sonst irgendwas. Ne? Also, ich stecke da nicht wirklich groß drin. Und musste halt feststellen, dass es ein ganz anderes Pflaster ist. Und ich meinte so, ey, ich habe hier meinen Kumpel Marcel, der arbeitet da und da und kann ich ihn einfach mal fragen und wenn du Bock hast, dann kannst du da bestimmt da mal Gastspot machen oder sonst irgendwas, ne? Und für mich war es so alles so richtig easy, locker, easy peasy, ne? Eine Hand wäscht die andere. Ja. Und dann wurdest du erst dann zurechtgewiesen und sagen so, ja, nee, so funktioniert das nicht. Und Frauen haben das sowieso super schwer. Und, und es war so, und die hat mich richtig angemault. Ne? So, wie kannst du nur? Ich habe dir gesagt, du sollst das nicht machen. Ich habe mir seit Jahren was aufgebaut so, und habe halt versucht, als Künstlerin anerkannt zu werden. Nicht jetzt einfach nur die dicke Titten hat und auch tätowiert. Das stelle ich mir als Frau richtig schwierig vor. Ja, mir wurde das auch erklärt. So, das ist sowieso, ne? Das ist als Frau in dem ganzen Business sollst du super schwer haben. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also ich finde es einfach, um auf Instagram oder so Reichweite zu haben, weil ich kenne genügend Leute, die halt sagen, ja, okay, ich baller halt so alle 5 Posts mal meine Tattoo Artworks rein und ansonsten müssen halt Arsch und Titten reichen, so. Und crazy. Ja, das finde ich halt so krass, aber auf der anderen Seite ist es halt eben gerade das, weil die Leute, gerade die Männer, den Frauen dann halt immer unterstellen, dass die immer auf die Schiene kommen, so. Und es gibt halt super krasse Tätowiererinnen, die halt nie irgendwelche Fotoshootings gemacht haben, oder ich will das auch gar nicht abwerten, es kann ja jeder machen, wie er Bock hat, so, weißt du? Aber ich sag halt, es gibt ja immer so ein Vorurteil da und ich finde, da ist das auch so ein bisschen vertreten, dass die Mädels das dann gegebenenfalls halt schwerer haben, wenn die halt irgendwelche Typen haben. Ja. Also wenn die jetzt Lehrmeister sind oder die halt irgendwo hingehen, weil die halt sagen, ja okay, die kommt jetzt halt zu mir, weil die finde ich pro forma erstmal geil, so, weißt du? Würdest du das machen lassen? Auf keinen. Also hier wird das nicht passieren. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Braut einfach so null tätowieren kann, aber die hat halt fette Möpse. Das ist mir scheißegal. Ey, dann machst du halt trotzdem Kackarbeit. Ja, das ist... Aber weißt du, weil wenn ich jetzt eine Frau wäre zum Beispiel, aber ich weiß, der Dachdecker hat einen riesen Pimmel, so würde ich mir auch lieber erstmal das Dachdecken lassen. Ja, genau, richtig. So, von einem Typ, der das kann und mir eventuell später einen Typ mit einem riesen Pimmel. Oh, es steht so in der Zeitung hinterher. So, ja, die Arbeit... Ja, das hat Löcher, nee, aber schön. Aber riesen Pimmel, genau, war so scheiße. Dach war semi, aber der Schwanz, Alter, boah, leck mich am Arsch. Riesen Ding. Kinder haben, der einen Apfel hält. So, weißt du. Was ist dein Lieblingsapfelfirma? Marke? Ich kenne wenig. Ich esse kaum Apfel, das ist das Ding. Bist du allergisch? Nee, überhaupt nicht. Ich finde einfach, ich bin eher Team Banane, so. Okay. Also. Ihr merkt, wir sind wirklich die Kings der Übergänge, so auf jeden Fall. Bei Äpfeln muss man einfach sagen, ja, das stimmt, oder? Aber ist scheißegal. Also bei Äpfeln muss man einfach sagen, dass ich am liebsten Äpfel esse, wenn die mir vorher geschnitten worden sind. Oder? Ja, tatsächlich. Okay, was ist deine Lieblingssorte, die mir vorgeschnitten werden? Ja, tatsächlich. Und es ist so, wenn die nicht mehlig ist, dann ist das schon mal gut. Aber wenn ich welche selber kaufe, sind das Pink Ladies. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich kenne Braeburn und ich kenne Pink Lady. Also die gab es früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Granny Smith gibt es auch noch. Granny Smith. Am Witz. Granny Smith. Am witzigsten finde ich es immer, kennst du die, wie heißt die nochmal? Achso, die Avocados, die einfach Hass heißen als Sorte. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn ich das sehe. Als Berliner kennst du das nicht. Aber ich bin doch jetzt nicht so ein Avocado-Typ. Ja, aber du bist, ja, okay, du kommst auch aus Spandau. So. Ja, bei Berlin halt, ja, ne? Spandau. Das ist halt immer, ich habe immer so diese Randbezirk-Bonus. Ja. Das ist halt so, egal wo du bist, ist immer, ey, und wo kommst du denn her? Ich komme aus Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Und wenn die mich dann fragen, ich komme aus Spandau. Ja, genau, ich komme aus Spandau. Spandonesien. Ich glaube, Spandau und so. In Globig backt man Brot, wa? Und es ist halt,
Und alle, ist ja lustig, wie kommst du denn überhaupt hier rein, hast du ein Visum? Behinderte Scheiße. Aber die haben auch recht. Ist auch lustig. So, das ist halt Leute, die aus, ganz andere Welt. Die aus Bielefeld kommen, da kommt dann immer der Kracher, so, was Bielefeld, da gibt's gar nicht. So, und dann, Das ist, du musst dir vorstellen, so, alle Berliner Footballteams, zum Beispiel, habe ich irgendwie lange Football gespielt, alle Berliner Footballteams heißen Berlin Bears. Als Ball. Berlin Adler, Berlin Rabbits. Berlin. Ja, und dann gibt's halt die Spandau Bulldogs. So, okay, selbst. Aber der Name ist gar nicht so verkehrt. Das Footballteam sagt sogar selbst so. Cool. Fuck you. Aber man will sich sagen nicht Spandau Bulldogs. Wir sagen Spandau Bulldogs. Wobei Berlin Bulldogs wird sich auf jeden Fall noch besser anhören. Aber wenn man halt, ne, weil Spandau gehört ja de facto zu Berlin. Ja, letzten Endes ganz genau. Aber die Sache ist ja zum Beispiel Köpenick. Wer gehört ja auch zu Berlin? Aber. Ja, also. Köpenick ist, also wenn du in Spandau wohnst, ja, und du hast Freunde in Köpenick. Und du willst da hinfahren, ja, mit dem Auto, ja, da musst du Urlaub nehmen. Echt? Ja, wirklich. Also du fährst dann mit dem Auto mindestens eine Stunde hin. Da bin ich voll verwöhnt hier in Jena, ohne Scheiß. Ich kann überall mit dem Fahrrad hin einfach. Ja, überall. Okay. Das ist das, was Berliner. Berliner sind es nicht gewohnt. Gewohnt oder gewöhnt? Gewohnt. 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 Oder gewöhnt? Scheiße, jetzt weiß ich selber nicht. Schreibt uns das mal bitte bei Instagram, wie es richtig heißt, wenn ihr das gewohnt oder gewöhnt? Ja. Ich habe mich an etwas gewöhnt. Gewöhntgeld. Und Gewöhngeld? Gewöhnungsgeld. Gewöhnungsgeld. Gewöhnungsgeld ist auch also geil. Also die Sache ist, dass Berliner nicht bereit sind, Strecken zu hinterlegen. Also zurückzulegen. Zurückzulegen. Ja. Hinterlegen auch nicht. Aber zurückzulegen sind die einfach nicht bereit. Die haben ja keinen Bock drauf. Strecken legen tun die gerne. Wer kein auf Toilette. Die legen also generell gerne überall. Das sind einige überall, Meter, ja, Strecken, die überall gelegt sind. Habe ich gelesen, es ist ein Streckenbuch. Es geht über mehrere. Ist auch Frust. Auf jeden Fall, da hat keiner Bock drauf. Auch, ja, in der U-Bahn. Du kannst ja auch eine Stunde mit der U-Bahn fahren von A bis Z. So, ne? Du steigst dann in Spandau, wirklich. Also Spandau ist eine Endstation, natürlich. Endstation Spandau, wir kennen, ja, das alle. Du steigst in Spandau rein und kannst nach Rudow fahren. Rudow. Oh, krasser Name, oder? Du fährst also von Spandau, ja, nach Rudow. Und dann ist so, bis eine Stunde fährt. Eine Stunde fährst du mit der scheiß U-Bahn. Aber Rudow geht noch, finde ich. Es gibt in Bottrop zum Beispiel, Bottrop gibt es einen Stadtteil, der heißt Bottrop Boy. Also B-O-Y. Boy, wie Boy, wie Bottrop, der Boy. Der Bottrop Boy. Es gibt in Hamburg, ist geil. Mümmelmannsberg. Mümmelmannsberg. Aber das jetzt mal ganz ehrlich, crazy, wie stehst du als Berliner zu Hamburg? Ich finde Hamburg geil. Und, ja, aber... Also ich würde das niemals öffentlich nicht zugeben. Ich wollte es gerade sagen, aber, ich erzähle den Leuten immer gerade, den Leuten, die hier so aus dem Ausland kommen, sage ich halt immer, es gibt in Deutschland zwei Arten von Menschen. Die einen sind Berliner, die anderen sind Hamburger. So. Und ja, das stimmt. Also ich finde, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch öfters in Berlin gewesen. So. Ich finde die Stadt nicht mehr so verkehrt, wie ich die mal gefunden habe. So. Also ich mag Berlin mittlerweile. Aber also Hamburg wäre auch eine Stadt, wo ich auch hinziehen würde. So. Ja, es gibt eine Menge schöner Städte. Also die Sache ist, ich komme ja momentan viel rum. Und es ist, also viel rum in der Bundesrepublik, jetzt generell nicht in der Welt, da bin ich absoluter Hinterwäldler. Aber ist Köln zum Beispiel, ist auch schön. Ist auch wo schön. Wo hängst du in Köln rum, wenn du da bist? Wo war ich denn da? Ehrenfeld? Ich habe meinen Kumpel Ollo besucht. Ja, Shoutout an Ollo. Black Shoutout an Ollo. Bombenstudio, Bombentyp. Ja, Ollo ist nice. Hammer. Oh scheiße, jetzt rede ich schon selber wie so ein Bastard, ey. Nice, nice gesagt hast. Voll nice. Und Marcel hat mich da rumgeführt und also unser Kumpel Marci, einfach damit nochmal eine Brücke geschlagen wird, ja, zu, ja, dem, was wir vorhin gesagt haben. Und Köln ist schön, wir sitzen da und haben gefrühstückt und Köln ist schön, aber ich weiß ganz genau, Köln würde mich nach einer Woche langweilen. Echt? Ja, doch, nach einer Woche wäre das langweilig. Ja, der Vorteil zu Berlin ist halt, dass du halt in Köln, das ist halt auch alles immer, das ist wie wenn du nach München gehst, so, das ist halt nicht so Rock'n'Roll. Weil in Berlin finde ich, und in Hamburg würde ich da jetzt auch meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass das so ist. Ich finde, in Berlin kannst du halt wirklich, und auch da zu jeder Tages- und Nachtzeit alles machen. Und das kannst du, glaube ich, in Hamburg zum Beispiel nicht und in Köln auch nicht. Da ist irgendwann Feierabend. Da ist auch die Clublandschaft nicht so krass. Ja, ist auch klein. Ja, ich hatte erst letztens ein Gespräch mit jemand, der aus Stuttgart kam. Und der
der meinte halt, dass wenn du in Stuttgart weggehen willst, ist halt alles irgendwie in einer Straße. Ja. Das ist ziemlich cool, weil die Wege kurz sind. Das funktioniert in Berlin nicht. Weil wenn du in Berlin weggehen willst, hast du halt in dem einen Bezirk den einen Club und in dem anderen Bezirk den anderen und dann bist du am Abend schon mal 50 Euro für Taxi los. Ja, ja. Ne? Einfach nur, um mal von einem Club in den anderen zu kommen und dieselbe Mucke zu hören. Ne? Ganz kurz, wie bewegst du dich in Berlin fort? Außerhalb von Auto. Mit der U-Bahn. Ja? U-Bahn. Naja, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ehrlich gesagt finde ich die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin geil. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich der Bequemlichkeit halber meistens Uber fahre oder jetzt seit dem Wochenende auch gerne mit so einem Touri-E-Scooter unterwegs bin. Ich finde die scheiße teuer. Ja, wenn du ein N26-Konto hast, geht's, zahlst du nur die Hälfte. Gerade bei Lime, also bei Lime zumindest. Echt, ja? Ich hab nur aber wenn ich mir überlege, dass ich vom... Tier heißen die? Ja. Tier. Aber wenn ich mir überlege, dass du von, boah, wo war ich denn? Wie heißt das Nest denn? Vom Mars, vom Prenzlberg, wenn ich vom Prenzlauer Berg zum Hauptbahnhof fahre, bin ich mit dem Scooter 5 Euro los. So, boah, das ist aber krass. Und mit dem Uber zahle ich halt so, weiß ich nicht, 10, 15 Euro, je nachdem wie viel. So, und das ist schon echt in Ordnung, muss ich sagen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, du bist jetzt super lange unterwegs. Ja. Ich bin einfach an der Spree entlang gefahren. Ich habe mir das bei Google Maps angeguckt so und dann, es ist halt nur immer blöd, weil du manchmal nicht weißt, ob du musst ja auf dem Fahrradweg fahren und dann weiß ich halt nicht, ob du auf dem Fahrradweg dann auf die Straße, also weißt du musst ja dann Straße fahren. Du darfst ja nicht auf dem Bürgersteig fahren und da, wo kein Radweg ist, musst du, glaube ich, Straße fahren. Ja, du hast wahrscheinlich auch deinen Helm auf, oder? Nee. Also, weil du hältst dich an die Regeln mit auf dem Fahrradweg fahren, dann hast du sicherlich auch einen Helm. Aber selbstverständlich, ja, boah, ich bin so spießig, so Alter. Leuchte an den Ellbogen und so. Ich habe auch Sturz, also ich habe auch Knieschoner an. Ja, safety goes in front. Ja, ne? Aber safety goes in front. Aber ich glaube, Knieschoner ist so, das ist zu krass, ne? Knieschoner ist sehr heftig. Oh, nee, finde ich gut. Echt? Ja, man muss, also besonders auf so diese ganzen E-Scooter, die sind super gefährlich, ne? Ja. Also da sollte man schon die ganze Inline-Skates-Ausrüstung anhaben. Mit den Handgelenkschonern, Ellbogen und Knie muss unbedingt sein. Das ist auch so eine deutsche Scheiße, ne? Lederkombi wäre mir lieber. Also, aber ich finde, das ist auch wieder so eine klassische deutsche Geschichte. So, du musst, alle anderen Länder, als ich letztes Jahr in L.A. war, war es so, da liegen überall diese Scooter rum. Und die liegen da einfach rum und du fährst die einfach und dann stellst du die irgendwo hin, so, das ist doch scheißegal, es interessiert auch keine Sau. Also das kann ich jetzt von meinen 5 Tagen auf Alter sagen, so, dass ich das absolut korrekt einschätzen kann, wie die Lage da ist. Absolut. Also das ist eine professionelle Meinung. Definitiv, also ich bin da schon Experte. So. Auf jeden Fall. Ich habe das mal gesehen. Auf jeden Fall finde ich, das Deutsche ist halt dann wieder sozusagen, ja, in Deutschland, nee, der braucht aber Blinker, der braucht aber hier Reflektoren, der braucht ein Nummernschild. Alter, das ist sogar so Nummernschild. Wo ich mir denke, so, das ist doch der Witz an der Sache gewesen, dass du so ein, weil dann kann ich mir auch einen Roller kaufen, ganz im Ernst. Und vor allem, ich habe jetzt festgestellt am Wochenende so, 20 km/h, das ist eine Frechheit. Das ist nicht so. Das ist, 20 km/h ist eine Frechheit. Kennst du das, du fährst mit 20 km/h mit dem E-Scooter vorbei und die Oma im Rollator überholt dich und zeigt den Vogel? Ja, mit dem Wheelie überholt dich. Ja, genau. Wo ich mir so denke, so, ey, ganz ehrlich, 20 km/h ist gar nichts, Alter. Das finde ich halt kacke, wo ich mir immer denke, so, warum macht... Obwohl, ist dir schon mal auf dem... Du meintest ja selbst, dass du auf dem Fahrradweg fährst, weil du dich an die Regeln hältst mit all den Protektoren. Aber ist dir schon mal auf dem Fußgängerweg einer mit so einem E-Roller mit 20 km/h entgegengekommen? Nee. Das musst du mal genießen. Dieses Feeling. Und dann stell dir mal vor, dass du nicht nach vorne guckst, sondern zur Seite. Und irgend so ein Typ mit 20 km/h schießt so ungebremst in dich rein. Boah, ich würde dem so in die Fresse hauen. Das ist so, das stelle ich mir so kacke vor. Kennst du das, so Gewaltfantasien, wenn du die hast? Wir haben wir das vorhin schon erwähnt? Ich habe lange Football gespielt. Und ich weiß, gefühlstechnisch, wie es zu gefühlstechnisch ist, komplett aus dem Nichts umgeballert zu werden. Umgeballert? Ja, das ist so, stell dir einfach mal vor, du stehst einfach irgendwo in der Gegend rum. Ja. Auf irgendeinem Feld. In Thüringen. Du hast das größte frisch gemähte Feld, weit und breit, und stellst dich in die Mitte und guckst in Richtung A. Und aus Richtung C kommt einer angerannt, so schnell wie er kann. Auf einmal und rennt einfach durch dich durch. Ja. Das fühlt sich kacke an. Ja. Das kann schon mal sein. Kleine Erfahrung von mir selbst ist, ich sage es immer, weil sich das merkwürdig anhört, aber
man sagt ja immer, der hat die Scheiße aus einem rausgeprügelt. Ja. Hast du das schon mal gehört? Ja, klar, sag ich selber. Und es ist, ich habe Football gespielt. Ich habe den Ball geworfen. Das war so eine Situation. Hast du eigentlich Football gespielt? Das wollte ich nicht. Ich habe noch nie Football fragen. Gespielt. Ich würde gerne mal Football spielen. Ja. Und ich stand da, für mich war das alles vorbei und es scheppert einer an mich rein. Aus, ich habe in Richtung A, er kam aus Richtung C. Ja. Und ich musste instant kacken. Der Typ hat einfach tatsächlich die Scheiße fast die Scheiße aus mir rausgeprügelt. Wirklich. Das hat so gescheppert. Und so stelle ich mir das vor, wenn einer mit 20 km/h mit einem E-Scooter. Boah, weißt du auch, wie viel? Also eigentlich ja. Aber wenn du dich auf das, wenn du auf das Ding draufsteigst und dann Vollfett gibst, finde ich, ist das trotzdem so, ja, boah, da geht noch was so. Ja, aber bist du selber schon Roller gefahren mit 50? Ich habe ein Motorrad, also ich weiß, wie das ist. Ja, aber du, ja, wenn du ein Motorrad hast, weißt du ja, dass du schneller fahren kannst als 50. Ich hätte gern ein Motorrad. Ich bin, also, ja, du bist Berliner, du hast ja mit Ach und Krach, wenn überhaupt, einen Führerschein. Ich habe keinen Führerschein, aber ich fahre trotzdem Auto. Es ist ja alles so, wir haben keinen Führerschein, fahren trotzdem AMGs. Ja. Ist ja so. Ja. Ne? Also außer die Leute, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die in Berlin sogar mehr AMGs fahren als in Stuttgart, obwohl, ich bin mir nicht sicher. Ja, die Koks-Taxis haben ja da jetzt schon auf jeden Fall ein bisschen zu tun. Also von daher könnten die auch alle AMG fahren. Ja, ich glaube, die fahren alle so A-Klassen. Ja, ich glaube, so A-Klasse AMG. Es gibt ja trotzdem von der A-Klasse, ja, gibt es ja die neuen, da sind nicht die Elefanten. Ja, ich habe ein AMG und dann holst du so raus, ist so ein A-Klasse. Eine A-Klasse, AMG, ja, so. Dann musst du halt ein bisschen was Unauffälliges haben. Ja. Eine unauffällige der AMG. Der beste Kompromiss, so, ich habe ein AMG, aber eine A-Klasse. Ja, genau. Es ist halt so ein Understatement. Ja. Also für einen Koks. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Das ist. Understatement-Koks-Taxis, ihr kennt das. Ihr kennt das alle. Ihr habt das alle schon selbst mal nachgelesen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich war. Du warst bei den E-Scootern und bei Leute umhauen, Scheiße. Mit dem Roller. Ja, ich würde voll gerne einen Motorradführerschein machen. Aber habe ich jetzt aktuell noch nicht. Und ich habe halt so einen Roller gehabt. Und der fährt halt 50. Und es ist so im ersten Moment, und es ist in kleinen Straßen und Gassen oder sonst irgendwas, es ist cool. Ja. Aber wenn du auf eine Straße kommst, wo du halt auch die Möglichkeit hättest, schneller zu fahren als 50, Alter, ist, als würden Leute dich im Liegen überholen. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde so Motorradfahren an sich ist geil, aber alles so über 100 ist schon heftig. Also ich finde so gerade Leute, die wirklich auf der Autobahn so 300 machen oder so, das ist schon krank. Was fährst du denn für eine Maschine? Na, ich habe eine 500er, ich habe eine Yamaha SR 500. Für alle, die sich damit auskennen. Also es ist eine Einzylinder 500 Kubik Maschine. So, die hat, also so, wenn du jetzt so eine Rennmaschine hast, die haben 1000 Kubik. Aber du bist riesig. Ja, das Ding. Die sieht so aus wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ja, aber das Teil sieht geil aus. So. Und deswegen habe ich das. Und es steht jetzt mir auch das richtig vor wie auf so einem Zirkusfahrrad. Na, es ist jetzt auch in der Garage gerade. Also ich bin die Saison eigentlich fast gar nicht gefahren, weil ich keine Zeit hatte, weil es halt auch so eine Bastelkarre ist, wo immer irgendwas in Arsch ist an der Sache. Vorteil bei so einem Einzylinder ist, ich kann das Motorrad praktisch mit Schlüssel im Schloss auf der Straße stehen lassen nachts und es wird mir nicht geklaut, weil es keiner ankriegt. So, das ist so voll der Akt, das Teil überhaupt zum Laufen zu kriegen, ja. Und bis jemand das halt ankriegen würde, wäre ich schon dreimal auf der Straße und hätte den mit meinem Baseballschläger die Scheiße aus dem Leib geprügelt, so, weißt du? Und alle, die Stories verfolgen, wissen, dass neben seiner Haustür links. Links neben der Haustür, oder? Was, der Basie? Der Basie, ja. Nee, der steht neben dem Bett. Ich habe eine Auswahl. Ich habe eine fette schwarze Machete neben dem Bett und einen Baseballschläger. Das ist halt sozusagen die Eskalationskaskade. Ja, ist verständlich, weil wir wissen ja alle, dass vor deinem Fenster gerne Leute laut krakeln. Alter. Und dann. Ey, ich bin hier wirklich im Einzugsbereich von so einer Disse und das geht mir richtig auf den Sack. Da werde ich wirklich empfindlich. Ja, ich wohne seit, 2 oder 3 Jahren schon in der Wohnung und es ist mir nie auf den Sack gegangen. Aber momentan, also ich glaube. Seitdem du 30 bist? Ha? Ist es seitdem du 30 bist oder? Nee, das ist wirklich echt. Also da entwickle ich mich so zum Grumpy Old Man, der sich so irgendwie überlegt, dann, ob er dann nachts mal ausrücken soll, wenn die dann wirklich dolle rumschreien. Ich verstehe das auch nicht. Warum man besoffen rumbrüllen muss, so, das geht mir nie, es wird mir nie in den Kopf gehen, so, warum man das machen muss. Ja. Ja. Machst du das? Ich glaube, ich mache so einige Sachen, wenn ich betrunken bin. Also, ich bin nie aggressiv. Selten. Also meistens. Meistens nie, also. Immer. Also, eigentlich, ja, regelmäßig. Also ich bin eigentlich
generell eigentlich immer aggressiv. Ja. Bin so ein aggressiver Typ. Und doch, ein bisschen lauter kann man das schon werden. Oh. Obwohl ich das am liebsten auf der Straße halt mittlerweile, ich bin ja auch schon ein alter Sack, ist das schon schwer. Was? Laut sein. Ja. Weil man einfach auch weiß, dass man halt nicht alleine auf der Welt ist. Es ist einfach, ich finde das einfach dumm. Das machen meistens für mich so Fußballdeutsche einfach. So, die brüllen dann irgendwie immer. Das passt wirklich am besten so. Ja. Und ich könnte jedes Mal kaputt schlagen einfach dafür. Weil ich mir denke, so haltet euer Maul so. Seid für euch besoffen, so wie das jeder anständige Mensch tut. Da sagt ja auch keiner was. Kotzt von mir aus alles voll. So ist mir scheißegal, aber haltet die Fresse, ey. Ja, verstehe ich, was du meinst. Und gerade wenn du halt wirklich da dann bist, und das ist halt meistens, sind das so die Studenten bei uns so, die sich dann halt nicht unter Kontrolle haben, so, wo ich mir mal denke, so, boah. Aber ganz ehrlich so, ich meine, das wäre bei mir wahrscheinlich genauso gewesen. Wenn ich jetzt halt noch studieren würde und halt nichts um die Hand hätte, sorry nochmal, dann wäre das wahrscheinlich so, ja? Ja. Dass ich auch so wäre. Ja. Ah, gut. Haben wir eigentlich, fällt mir gerade zu dem Zeitpunkt ein, haben wir uns schon über einen Titel Gedanken gemacht für die Folge? Nee, also wir wollten Hurensöhnlichkeiten nehmen. Und aber das können wir, glaube ich, nicht machen. Ich wusste nicht genau, ob wir das machen können. Ich glaube, das können wir nicht machen. Oh, jetzt habe ich mir keine Gedanken über einen Titel gemacht. Fußballdeutsche können wir nehmen. Fußballdeutsche? Da müssen die Leute aber lange hören, damit die wissen, um was es geht. Ja, das ist auch scheiße irgendwie. Ja. Was war denn die Quintessenz des Ganzen von heute? Boah, wir haben echt alles, also wir haben viel gemacht. Da war schon eine Menge mit dabei, oder? Ist auch schon wieder eine Menge passiert. Ja. Mann. Müssen wir halt überlegen. Es wird um die Folge ohne Namen, ist auch scheiße. Die erste Folge ohne Namen. Ja. Nobody. Nobody. Nobody is perfect. Nee. Nee, das holt mich nicht ab. Ich finde, vielleicht sollten wir einfach wirklich mit dem. Alforno. Ja. Alforno 1. Folgenname 1, Alforno. Ja. Ja. Ja, Folge Nummer 1 halt vorne. Ja, irgendwie sowas. Ja, das würde ich jetzt sagen. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt sind wir auch schon über eine Stunde dabei. Echt? Wie lang sind wir jetzt? Hier steht eine Stunde und 10 Minuten. Echt? Ja. Ja. Ja, wir können ja nochmal einen Ausblick geben, so für die Leute, die das jetzt bis hierhin gehört haben. Krass, dass sie das durchgehalten haben. Echt krass, auf jeden Fall, definitiv. Ich finde das ja ganz interessant. Wir möchten das gerne jetzt jede Woche machen. Wir müssen uns noch angucken, wie wir das in der technischen Umsetzung dann halt hinkriegen. Aber ich würde persönlich vorschlagen, dass jetzt ihr uns auf jeden Fall am besten auf Instagram folgt. ZapFury1 und Grillmeister. Und uns Fragen stellt. Also für die zumindest meinen Instagram-Feed freitags verfolgen. Ich mache ja immer Frag mich Freitag und kriege dann da auch die eine oder andere witzige Frage. Wir würden aber gerne auch die eine oder andere Frage halt von den Leuten hier gerne im Podcast bearbeiten. Deswegen, wenn ihr Fragen an uns habt, schickt uns die doch einfach bitte per Instagram, einfach per DM. Generelle Fragen, oder? Also ich meine, irgendwelche Fragen, egal, alles. Irgendwelche Fragen, egal ob die berufsbezogen sind oder ja. Generell einfach so übers Leben oder Business ja. Oder sonst irgendwas. Da, das wo wir unseren cool. Senf dazu kacken können, ja. Würden wir das einfach machen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass sich eine Menge Leute fragen, was mit Tätowierungen abgeht. Wie man bei dir Termine bekommt oder warum auch warum man nicht mit links mit dem Fuß eigentlich genauso geil tätowieren kann wie mit der Nase. Kann man. Wenn ihr Fragen zu Grills habt oder sonst irgendwas, fragt bitte den anderen. Ich habe da echt keinen Problem. Ja, genau. Das ist auch. Also Adrian zu fragen, das macht man auch nicht. Ja, das hat keinen Sinn. Nee. Das macht auch, das ist auch nicht cool. Ja, definitiv. Ja, wollen wir die Folge damit jetzt abmoderieren? Ja, da du die schon anmoderiert hast, kannst du die auch abmoderieren. Okay, alles klar. Ja, Dankeschön für alle Leute, die bis jetzt hierhin zugehört haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mit der Technik seid bitte noch nachsichtig, was uns anbelangt, denn wir sind da gerade noch in der Experimentierphase. Wenn sich unter euch irgendjemand, der uns Tipps geben kann, auch noch findet, schreibt uns bitte auch. Ansonsten folgt uns auf Instagram, da werden wir auch publishen, wann unser Folgentag sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich immer montags sein wird, wo wir droppen. Also ihr seht es ja dann, der Tag, wo wir das Ding jetzt auch raushauen, ist halt dann der Folgentag. Und das wird dann, würde ich mal sagen, fast Montag sein. Montags? Montag finde ich cool. Ja, montags okay. Ja. Montag hat ja eh keiner was zu tun. Genau, richtig. Arbeitest du montags nicht? Ja, keiner ich schon. Arbeitet, oder? Ja. Eigentlich auch. Montags arbeitet man. Ja, Montag arbeitet. Da muss man sich ja vom Wochenende erholen. Ja, genau. Ich komme aus Berlin. Ja. Da kommst du ja Montag früh erst aus dem Berg rein.
Ja. Ja, wenn überhaupt. Ja, wenn du überhaupt aus dem Berg reinkommst. Ja. Manchmal pennst du halt auch in irgendeiner Ecke. Ja, kennt man. Und dann ist es schon wieder Samstag, wenn dann so, oh, kacke. Jetzt mal Leute, ey, bin ich schon drin, dann gehe ich auch nicht wieder raus. Die ihren Geburtstag noch feiern müssen da, ja. Ja, richtig. Ja, das war, ja, gut, andere Exkurs. Ja, okay. Dann würde ich mich bei allen bedanken wollen nochmal und würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Leertaste? Willst du nochmal runterzählen zum Abgleichen? Nee, Leertaste.